Hallo Welt, da sind wir wieder. Sarah Sarah 007, sei gegrüßt. Hallo Richie, hallo YouTube. Ja, wir sind nämlich auf unserem Hausboot. Ja. Mitten in der Nacht, wie könnte es anders sein? Und hoffen, dass Tag wird. Ja, aber die Eingeborenen sind schnell abgehauen. Die hatten schnell Langeweile hier. Die haben uns nur kurz vertrieben und die haben ein Totem da vorne hingebaut. Echt? Ja, ja. Warum nur? Die haben ihr Gebiet abgesteckt oder was soll das? Soll ich das mal kaputt machen? Wir müssen sowieso an Land und vielleicht ein Kaninchenbau. Ja, komm, gehen wir an Land. In der Nacht, liebe Welt da draußen. Das wird ja wir was. Wir sind so mutig. Genau, wir sehen überhaupt nichts. Also was geht aber? Was auch immer die gebaut haben, ich mach's kaputt. Wo ist es denn? Ich hab ja, gar nichts die gesehen. Haben unsere Sachen alle kaputt gemacht. Ich mach das auch sofort kaputt, was die da haben. Da Totenköpfe kriegt man da raus. Holz. Ich bin voll mit Totenköpfe. Das wusste ich gar nicht, dass die auch so ihr Gebiet abstecken oder was auch immer sie da machen. Ich bin auch mit Totenköpfe, kann ich auch nicht mehr tragen, bin ich auch voll. Die Vögel sind auch viel hibbeliger als vorher jetzt. Ist dir das aufgefallen? Ja. Eine Zeit lang hat man sie gut gekriegt. Und jetzt, was suchen wir eigentlich? Ach so, wir wollten Stöcke, so Stöcke suchen. Wir. Hast du Stöcke? Fünf Stöcke, aber ich dachte, ich verwahre mir ein paar für... Oh Gott, ich erfriere schon, was ist denn los? Soll ich schnell aufs Boot und das anmachen, das Wasser? Ah, dann das Wasser kannst du ruhig anmachen. Das Gegenteil, das Feuer meide ich. Ja, ich gehe auch aufs Boot. Wo ist denn der Eingang? Hast, schon wieder den Eingang? Hast du irgendwie ein Feuer unter Wasser an? Geht das? Das Feuerzeug halte ich in die Höhe und schwimme mit einer Hand. Ganz schön geschickt. Ich könnte das nicht. Da bist du ja. Ja. Ach, das wollte ich ja, egal. Ach, du kannst das anzünden. Ich kann das gar nicht anzünden hier. Und wird was wärmer? Ist los? Wird wärmer schon? Nein, was? Ich kann das gar nicht anzünden. Das ist an. Das ist an. Bei mir ist es aus. Das brennt. Lichterloh. Ich habe noch ein paar Blätter reingeworfen. Oh, du brennst. Dann ist irgendwas passiert, dann bin ich nicht mehr drin oder was? Weil ich friere und bei mir ist das Feuer aus. Ja. Aber du rennst hier rum. Jetzt bewegst du dich? Ja, ich wegen Kälte. Spring mal, bitte. Ja, du springst. Und das Feuer ist aus, immer noch? Ja, bei mir ist es aus. Aha. Und es wird auch nicht wärmer? Nein. Oha. Ja, jetzt höre ich dich auch stöhnen. Oh, das hört sich aber gar nicht gut an. Nee. Oh, ich stöhne aber auch. Du hattest Durst? Ja. Ach, das ist ja krass, wie schnell man hier verdurstet. Ich habe nämlich auch gerade Durst. Ich kann dir aber leider ja nichts geben. Eine Soda könnte ich dir anbieten. Ich habe schon eine... Mir wäre lieber Feuer... Hm. Aber das geht nicht. Ja, das Wasser kommt immer vielleicht. Ach, meinst du deswegen? Deshalb, ja. Aber bei mir stimmt doch auch irgendwas nicht. Oder machst du die Geräusche? Ja, okay, ich mach die Geräusche. Wenn du auf dem Boot bleibst, dann kann ich dich ja wiederbeleben. Ja, ich bleib hier. Hm. Ich höre es aber auch. Ich höre es aber auch nicht knistern, das Feuer. Nö, ich habe noch mal ein paar Blätter draufgeworfen, aber. Hast du kein Feuerzeug? Achso, Feuer. L habe ich. Ja. Mach mal, versuch du mal das Feuer anzumachen. Nee, ich kann nur R oder C. Ich kann Blätter reinlegen oder R. Was ist denn R? Ach so, durchschalten hier, ja, nee. Ja gut, dann sterbe ich halt gleich mal eine Runde. Wenn es nicht Tag wird. Dann kann ich dir helfen. Ja. Solange du auf den... Eben, geregnet hat es auch noch nicht. Ja, ausgerechnet jetzt geht's uns so schlecht. Die merken das, ob wir Hunger oder Durst haben.
Also wenn wir mit anderen Sachen wie Kälte, Hunger, Durst am Kämpfen sind, dann kommen die auch nicht. Die kommen nur, naja, die kommen trotzdem. Das bilde ich mir nur ein. Wahrscheinlich. Ja. Sieht immer so aus, als würdest du gleich zuhauen. Ja. Eine Heizung? Keine Ahnung. Da gibt es so viele schöne Sachen, die man hier bauen kann. Ein Stuhl wäre richtig gut hier. Sind schon wieder am Schreien. Ich habe sie nicht gehört. Ich ja. Aber okay, die kommen nicht hier ans Wasser. Müssen sie ja schwimmen. Oder die lernen schwimmen. Ja, mit dem Feuer haben sie auch schnell gelernt, wie man damit umgeht. Ja. Deswegen, die gucken, was wir machen, und dann lernen sie es. Ja, ganz schön schlau, muss ich sagen. Ja. Ich bin beeindruckt. Ich auch, aber mir wäre lieber, wenn es nicht so wäre, dass sie alles lernen. Na, wir werden in den nächsten Folgen werden wir ihre Hütten niederbrennen. Ja. Na, die laufen da am Strand, die gucken die ganze Zeit, was hier los ist. Aha, euer Totem ist weg. Jetzt guckt ihr was? Na, bist du wütend? Ja. Hörst du die? Ja. Ja, die sind sauer. Die sind richtig sauer. Totem ist weg. Und sie schaffen es nicht, an uns ranzukommen. Sehr Es wird gut. Tag. So schnell wird's Tag? Kann das sein? Ich friere auch nicht mehr. Aha, ja, und die sind auch da. Wir könnten auf der Insel eigentlich, wenn wir es schaffen, hier drin, haben wir einen Käfig, einen Hasenkäfig hier reingebaut? Nee. Was ist das hier? Nee, das ist ein Stöckding, oder? Holzlager. Hier ist ein Trockenfleisch. Ja. Nee, Hasenkäfig haben wir nicht. Aber den könnten wir hier bauen. Dann packen wir hier ganz viele Häschen rein und die bringen wir auf die Insel rüber. Und lassen die sich da vermehren auf der Insel, weißt du? Ja, genau. Und dann haben wir keine Probleme mehr. Wir haben unsere eigene kleine Insel. Naja, wir müssen immer rüberrudern und irgendwas holen. Anders geht's ja eben nicht jetzt im Moment. Ich frage mich schon, ob ich jetzt mal riskieren soll, irgendwohin. Ist hier noch Essen? Hat irgendwer noch was zu essen? Nein. Ich habe noch Fleisch, aber ich kann ja das Feuer nicht anmachen. Oder Für mich ist das Feuer ja aus. ich könnte den Stand fertig bauen. 5 Stöcker habe ich. Ja, mach mal, dann kann ich wenigstens das Fleisch hinhängen, bevor es nämlich verdirbt. Ja, soll ich das Bein auch dahin hängen? Das ist aber schon ranzig mittlerweile. Das ist, glaube ich, auch schon nicht mehr viel von übrig. Ach, die sind weg. Aber da vorne schwimmt, glaube ich, eine Kröte. Die krabbelt gerade an Land. Die sind überall da drüben, sind sie auch. Das ist die Kannibalengegend hier. Super. Oh, so viele Schildkröten. Ja, Schildkröten und Kannibalen. Die haben was gemeinsam. Ich brauche unbedingt Stöcke, Wie viele? damit wir das Lager verbauen können. Das Lager ist fertig. Das Baumlager? Nein, das nicht. Ah, okay. Ich hol Stöcke. Oh nein, ich kann kaum laufen. Ich kann laufen. Jetzt habe ich eine Soda getrunken, jetzt kann ich auch wieder ein bisschen laufen. Ach, da hinten sind die ja am Strand. Ich hacke hier ein paar Stöcke. Ja, die haben sich unser Lager unterm Nagel gerissen. Echt? Sind sie So wie da die es ganze aussieht. Zeit?
Die ganze Zeit sind sie da, ja, dann. Naja, da hinten sind sie die ganze Zeit. Ach, dann machen wir das demnächst so, dass wir einmal mit dem Boot, wenn wir genug haben auf dem Boot, dann werden wir einfach mal, ich bin voll mit Stöcken. Dann werden wir einfach mal drumrum fahren, irgendwie. Ich mache jetzt hier ein Feuer, weil auf dem Boot das Feuer, das heißt für mich irgendwie, dass es nicht funktioniert. Ich muss nämlich was zu essen machen. Das ist ja seltsam. Guck mal hier. Oh, hast du ein Reh? Ja. Das stand da. Ach, jetzt weiß ich, wofür ich die Stöcke brauchte. Wir wollten hier ein Kaninchenkäfig. Oh, hier am Strand? Direkt hier bei den Kannibalen? Vielleicht nicht da, wo wir letztens das Holz gehackt haben, an der Stelle? Dann fahren wir lieber so ein Stück zurück, oder? Ja, können wir auch machen. Da ist Essen drin. Ja, habe ich reingemacht. Ob ich auch was essen darf davon? Ja. Danke. Wow. Ich bin voll. Du machst das beste Essen. Sofort voll. Wenn ich da was reinwerfe, ja wirklich, ich esse das, da passiert gar nichts bei mir. Vielleicht ist das besser, wenn ich von dir das esse. Soll ich das andere Essen mal aufhängen? Ich habe doch auch eine Schildkröte noch. Ja, häng mal auf. Bevor das ranzig wird. Moment, ich muss das Bein unbedingt loswerden. Da muss ich mal gleich gucken, was man daraus machen kann. Immer wieder das Bein hier. Ja, vielleicht ein Totem oder so. Vier Stücke, ich hoffe, die sind auch alle gut. Ich muss, Moment, jetzt habe ich schon eins aufgehängt. Aber ich habe die gerade erst. Rohes Fleisch, alles frisch. Also, das geht. Oh, ist schon voll unser Gestell. Ach so, man kann das immer nehmen. Ah, ich verstehe. Nebeneinander kann man das hängen. Na, jetzt haben wir aber schön Essen. Das Feuer hast du doch anbekommen hier? Ja, aber ich sehe es nicht an. Es ist für mich aus. Oh, schade. Was machen wir denn jetzt? Wie gesagt, wir brauchen eine Falle für Hasen. Also, wir brauchen dann ganz viele Stöcker. Steht da zufällig bei, wie viele Stöcker man braucht? Moment. Essen weiter. Ach, ich bin ja immer noch voll mit Stöckern. Ach, kein Stocklager da drin. Hm? Hasenkäfig? Wo ist denn der Käfig zum Fangen? Die bei den Fallen. Kleine Fallen. Ah, okay. Ich bin voll mit Stöckern. Kann keine Stöcker mehr tragen. Okay. Okay. Ich komme nicht rauf. Aber ich komme runter. Und das Boot. 31 Stöcker, glaube ich. 31? Oh. Ja. Es regnet. Ja, da kriegen wir Wasser. Genau. Ja, was mache ich mit den Stöckern jetzt? Ob ich die hier einfach auf den Boden werfen kann? Moment, das geht doch bestimmt. 10 Stöcke habe ich. 31, sagst du? Ja. Ach so, Moment. Nee, die kann ich nur ausrüsten oder kombinieren. Wegwerfen kann ich sie leider nicht. Hm. Ja, ob ich das Holzlager hier drin fertig bauen soll, oder? Hm. Oh, hoppla. Oder soll ich die Stöcker lieber behalten erstmal? Dann fehlen nämlich nur noch 31, 21 fehlen dann nur noch. Was hältst du eigentlich von dieser kleinen Langzunge da? Ja. Auch nicht übel. Ja. Ich guck mal. Den Stöcker. Ich komm mit. Also Stöcker, wie gesagt, ich habe 10.
Wo möchtest du die Falle denn hier aufbauen? Hier Ja, am ist besten hier so. so ein bisschen sichtbar, hier so auf dem Hügel, hier so hin vielleicht. Wo bist du Zwei denn? hinter dir. Ah, da. Ja. Falle. Hasenfalle. Hasenfalle. Ich stell die so hin, dann kann man vom Boot aus sehen, ob die runter ist oder oben. Okay. Da ist angeschlagenes Bambi wieder. Ach, zu zweit geht das doch schnell mit so einer Falle. Wir könnten, glaube ich, sogar noch direkt daneben eine bauen. Ja, jetzt schlägt er so, also. Na komm. So. Mama! Was ist passiert? Da ist einer hinter mir. Oh, so ein großer auch noch. Aua, der hat mich getroffen. Ja, die sind ziemlich mies drauf. Die? Ja. Sehen die mich? Siehst du mich? Ich sehe dich. Sehen die mich? Ja, jetzt kommen sie hinter dir. Komm schnell. Kriegen die mich? Du läufst gerade an einem vorbei. Hi, tut mir leid. Hat er mich nicht gekriegt? Der hat mich nicht erwischt irgendwie. Ich wollte doch die Nee. Falle noch schnell fertig bauen. Da fehlen nur noch zwei, drei Teile. Ja, müssen wir warten, müssen wir wieder abhauen. Oh je. Na. So, habe ich dann irgendwelche Stöcker noch zufällig? Ach, ja klar. Da, vier Stöcker habe ich noch. Ich habe auch noch ein bisschen angebauen können an die Falle. Aber wie Okay. viel? Da fehlen immer noch zwei, oder? Wir machen die jetzt kaputt. Wäre aber sauer. Ich glaube, die Fallen machen sie nicht kaputt. Oh, das hat ja hier keinen Sinn. Entweder ich schwimme noch mal rüber und renne da ganz schnell hin und bringe die beiden. Ich glaube, es fehlen nur noch zwei, wie das von hier aus aussieht. Ja. Oh, hast du einen Vogel? Ja, da kommt einer. Piepmatz. Ja, wie schön. Die Tiere sind so Ja. friedlich hier. Ja. Och. Komm, die zwei schaffe ich. Ganz schnell. Oh, was kann ich auf einmal schnell schwimmen? Siehst du mich? Ja. Fertig. Lass mich. So, wir können abhauen. Oh, der eine ist aber ganz schön nah am Hausboot dran gewesen jetzt. Ja, ich muss, glaube ich, wieder ein bisschen. Oh, Wasser. Darf ich? Danke. Ja, ich glaube, wir fahren einmal rum um die Insel in der nächsten Folge, denn diese Folge ist schon vorbei. Und wir bedanken uns, liebe Welt da draußen, für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Und wie gesagt, wir würden uns freuen über Kommentare, Tipps und Tricks natürlich auch. Und bis zum nächsten Mal. Adios. Tschüss.